Hey, liebe Leute, und herzlich willkommen auf meinem Kanal, beziehungsweise unserem Kanal, denn ich bin nicht alleine hier. Nein, mein lieber und geschätzter Freund, der Rosenberg Hitzig, ist mit am Start. Nein, liebe Leute. Und wir sind natürlich jetzt hier bei Türchen Nummer 10. Das heißt, der 10. Dezember, wenn das hochgeladen wird. Und wir sind ganz gehypt. Wenn ihr das letzte Video nicht gesehen habt, guckt da bloß rein. Aber wir sind noch nicht traurig, denn... Also ich sowieso nicht. Nein, weil es kann ja noch mehr kommen. Richtig. Wir sagen jetzt nicht was, weil guckt rein. Ja, ja. Genau, unbedingt. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, abonnieren, Glocke drücken, liken, konstruktiv kommentieren, ob Kritik oder was Positives. Wir freuen uns über alles, woran wir wachsen können. Und wir wollen wieder loslegen. Ganz normales Box-Battle. Ja. Wohlgemerkt, das ist jetzt wieder meine Seite vom Case. Eine 5. Ich sag mal, ich sag auch eine 5 hier. Zack. 4. Mal für die Leute, die es nochmal genauer sehen wollen, was für Karten da drin sind, guckt gerne auf den Tag 2 unseres Kalenders, beziehungsweise Türchen 2 hin. Genau, da wird ein bisschen langsamer gemacht. Jo. Genau, da könnt ihr nochmal ein bisschen genauer hingucken. Ansonsten, ja, hoffentlich genießt ihr es. Guckt gerne auch nochmal unsere Shorts an. Wird sich lohnen für euch. Auf jeden Fall. Da gehe ich sehr stark von aus. Und ja. Wollen wir mal loslegen. Ich nehme mal die. Ich nehme die rechte Seite. Obwohl, nee, ich nehme die linke. Hast du jetzt gelernt, ne? Nee, ich weiß nicht, die hat mich gerade wirklich so angelächelt. Okay. Das ist jetzt wieder eine andere Kunst. Oh, das war so wild. So, dann geht's auch gleich los. Ich wünsche Bruno aber viel Glück. Ja, ich gönne ihm diesmal den alles, besten Hit. Alles, ja? Leute. Gönn mir einfach richtig Hack. Aber bitte guckt euch auch unbedingt nach dem Video nochmal das letzte Video an. Genau, das Tag Nummer 8. Das wird ihr sonst, also ihr werdet es nicht bereuen, ich kann es euch versprechen. Ja, ist gut. Und ja, Leute, ich kann es nicht oft genug sagen, das Set ist einfach Killer. Ja, Mann. Also es ist für den Preis halt gut, ne? Ansonsten ist es, theoretisch ist es Müll. Ne, also... Der Preis macht halt gut. Der Preis macht heiß, das ist einfach so. Also sonst, für 60 Euro, wer das kauft, ist einfach, den kann man nicht mehr helfen, den muss man zurücklassen. Ja. Ja, das Magic the Gathering spielen, Alter. Nein, das wollen wir jetzt nicht so sagen. Also ich finde das Spiel cool. Ich habe sogar überlegt, das würde ich sogar noch fragen, ehrlich gesagt. Aber ich auch meine etwas für mich, mir so ein Structure-Deck machen, oder? Es gibt ja so Zweier-Decks. Frag mich doch einfach privat und nicht, während wir ja, ist ja egal. Yu-Gi-Oh! Aufmachen, Mann. Ist ja nicht schlimm. Wir haben kein Deal mit Konami. Hätten wir es gehabt, dann wäre es verkehrt. Das ist mir scheißegal, Mann. Nee, da brauche ich jetzt nicht drüber sammeln. Ich freue mich einfach, ja, ist ja gut, Mann. Ist ja mit so dir Spiel. Und unseren Zuschauern diese schönen Booster-Packs hier zu öffnen. Also falls ihr mehr Magic... Okay, Oh, schön. Stark. Nehmen wir mit. Stark. Die zweite Kugel, die du jetzt insgesamt hast, gell? Mhm. Sehr schön. Leider keine Linkkarte, die ein bisschen glänzt, ne? Nö, komm, dann vielleicht noch kommen. Normal, Bruder. Hast du gesehen, wie cool ich das gerade aufgemacht habe? Nee, Mann. Wie ein Profi. Boxer, Boxer, nur noch Boxer, alles Muhammad Alis. Und Rest in Peace. Rest in Peace, stimmt ja, da ist er dude. Der Bre. Ui. Das. Guck mal, da kommt auch wieder so ein komisches Teil raus. So wie beim anderen Artwork auch so. Ich glaube, ich auch so. Nee, kein Füße, sondern Echsenkäfer. Ich glaube, das ist auf diesen einen. Monster, ne, angelegt. Auf diesen Jet-mäßig da, der da lang fliegt. Weißt du, so von der Optik hier. So die Fressen ja, passen. Die Fressen passen, ja. Vulkanisch. Oh, geil. Vulkanischer Kaiser. Wild. Schöne Karte. Richtiger Boss. Also ich finde auch das Thema mit Pyros und Pyro und Feuermonster richtig geil. Also das ist hübsch. Deswegen habe ich auch zugestimmt hauptsächlich wegen dem Feuerthema. Ich fand es halt cool. Der Bruno auch. Ist halt wirklich sehr geil. sehr nostalgisch und ja. Ich glaube, es ist auch so ein Burn-Deck, ne? Weil meistens früher waren die Feuerdecks immer so Burn-lastig. Ich denke auch. Wird auf jeden Fall sowas in die Thematik sein. Wir haben uns damit auch nicht auseinandergesetzt. Genau. Wir haben geguckt, was die besten Karten sind für den Preis. Wir haben unseren Preis geguckt und dachten, ey, machen wir es für uns und natürlich auch für unsere Community, damit wir schön was zur Weihnachtszeit oder besser gesagt zur Adventszeit haben und damit ihr was Schönes habt zum Angucken. Ja, Mann. Ne? Weil wenn man schön was hat, immer, worauf man sich jeden Tag freut, sind die Tage bis Weihnachten nicht mehr ganz so lange. So sieht's aus. Ne? Achso, ihr könnt uns mal gerne mal erzählen in den Kommentaren, was ihr so als Adventskalender habt. Also ich habe zum Beispiel so einen Harry Potter Adventskalender mit Socken.
Jo. Also überwiegend Socken und noch ein bisschen Schokolade wahrscheinlich und so ein Shit. Aber ja, könnt mal gerne reinschreiben, was ihr so habt oder was ihr euch wünscht. Vielleicht habt ihr Glück und eure Eltern oder Geschwister kaufen euch das. Oder basteln euch das. Basteln kann man ja auch. Ich hab keinen. Ich feiere auch kein Weihnachten. Ja gut, aber man kann ja trotzdem zur Versüßung der Zeit. Nö, wenn ich es nicht feiere, brauche ich auch keinen Adventskalender. Ich feiere es ja auch nicht so intensiv. Mal mit der Familie kurz treffen, so eine Familienfeier, ein bisschen Weihnachtsspitzen ist ja immer drin. Bei uns jedenfalls. Bei mir nicht. Gut. Falls ihr feiert, feiert es nicht, könnt ihr es auch gerne reinschreiben, wenn es euch nicht interessiert. Ne? Ist ja klar, eben die Option. Ist ja. Aber ihr könnt natürlich trotzdem hier die Goodies mitnehmen, dass wir hier was Schönes für euch aufmachen. Also ich würde mal sagen, hier meine Seite ist gerade ziemlicher Rotz. Das ist richtig lau, ja. Ja. Schade. Da kannst du noch besser werden. Komm mal. Komm mal von Teufel Spreke da. Ja, ich meine, es ist nichts Tolles, aber es ist auch nichts Schlechtes. Ich finde die irgendwie find auch das am coolsten, muss ich sagen. Die hat was, ja. Die, ist, die ist witzig. Die ist ganz nett. Und nicht so ultra. Aber na super, immerhin. Mhm. Ja, das war meine Seite. Ist okay. War jetzt nichts Tolles. Ich denke mal, die nächste wird wieder richtig hitten. Ich hoffe doch. Das ist ja immer dein Display, ja? Ja. Und wenn ich jetzt die Ghost verziehe. Oh, ja gut, das ist eine von den meinen, ne? Ja klar. Aber ich hab sie gezählt. Gucken wir mal, gucken wir mal. Ab in die Wunde. Ab in die Wunde. So sieht's aus. So, unermüdlicher Boxer-Kopfschutz. Lack. Ja, Linkshänder, du weißt doch. Mach einen eigenen Stab, dann passen die perfekt Hälfte rein ins Display. Ja. Dann tu die mal hier nach oben. So. Ja, so sieht's doch besser aus. So, mittig auch. Ein Wiesel. Ein Wiesel. Finde ich irgendwie auch cool. Von den Superbrass eigentlich so mein Favorite bis jetzt. Ist ganz cool. Hat was. Hat so eine, wie nennt man das? Und so eine Turbine? Turbine? Sagt man das so? Ja, eine Turbine. Turbine, voll wild. Voll fire, voll lit. Oh. Die sagt mir gar nichts, die Karte. Haben wir schon ein paar Mal gesehen. Echt jetzt? Ja, die hast du noch nicht wahrgenommen. Guck mal, so schnell sind wir. Geile Karte, finde ich cool. Letzter Konter. Cooles Artwork. Großer Wanderkreis. Eigentlich wieder. Ja, gut, scheißegal. Fuchsi, Gazelle und die Wiederbelebung. Was ist los, du zappelst so? Ich bin nervös! Kein Grund, nervös zu sein. Ich habe eh das Battle gewonnen. Alles gut. So wie die letzten Mal auch. Switch, Hitter, Nackenschläger und Randfeuer. Brutzel, 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 Brutzel. Bruno, hast mich gerade. Sei nicht so siegessicher, mein Freund. Ich bin immer siegessicher. Gerade beim letzten Video checkt es nochmal aus. Kacke. Wer ist noch deine Karten? Ja, ist trotzdem kacke. Ich entschuldige mich für das Benehmen von Bruno. Ich weiß, er ist gerade sehr unangenehm. Nice. Oh, die Königin. Kacke. Hey, solide. Solide Kacke. 5 Cent, hey, yo. Hui. Appreciate this shit. Wieder meine Lieblingsfalle. Ich würde sagen, das ist meine Lieblingsfalle vom Artwork. Finde ich cool, hat was. Vulkanischer Streuschuss. Oh, er mit ihr Boxer Riesenverband. What the fuck? Wille des Großsalamanders, Abo. Und unermüdlicher Boxer Blei. Irgendwas. Mach dich mal nicht so breit, Bruno. Das ist mein Naturell, tut mir leid. Okay, die Seite verziehen. Bam, bam, bam. OG-Karte, entkommen. Ich finde, die hätte man auch als Super Rare printen können. Ganz ehrlich. Hätte man? Hat man aber nicht. Ja, guck mal. Ich habe den Bruno gemacht. Guck mal, ey. So. Ich langsam tue meinen Arm weh, Digga. Ist voll in Ordnung. Das sind deine Gefühle. Das sind meine Schmerzen. Ja. Stabil. Gut für nix, einer der Besseren. Meinst du? Ich glaube ja. Hey, guck mal, ich hab hier noch. Naja. Weiter geht's. Aber man merkt immer, dass du, wenn du gebrochen bist, bist du so richtig ruhig. Ja, ne? Die Aura, man spürt's. Also ich spür's. Bin aber auch nervös. So, ich will was Schönes haben. Ja, natürlich. Das glaube ich. So. Aber schon mal gut. Alles Display raus durch die eine Karte. Oh ja. Oh ja. Mehr wollte ich auch nicht. Obwohl doch, ich will auch eine Zelle groß für. Normal, er ist hardcore gierig. Ich bin immer gierig, Mann. Oh, den C79. Nicht C18, nein, das ist C79.
Grüße gehen raus an Akira Toriyama von Dragon Ball. Der Mangaka, der Bray. Bruno, der schüttelt den Kopf, weil er den ganz gut fand. So, weiter geht's. Hier. Ja. Zorn, Hölle, Blutbeschleuniger und vulkanischer Randfeuer. Oh, vulkanisches Randfeuer, Entschuldigung, mein Deutsch nicht gut. Ich habe einen Hintergrund hier, tut mir leid. Der nennt sich Migration, so. Witziger Typ. Ja, ne? Ja, normal. Er legt sich ziemlich mit bei der Geschwindigkeit, wie wir hier aufmachen. Spinner. Normal, Bruder, das fühlt man. Man hat es im Urin. Mal 1, 2, 3. Cool. Herz hat man nicht eben auch gezogen. Ja, ich habe sie gezogen. Funny frisch, ja. Ja, ich habe gewonnen. Und ich habe ja noch drei. Drei Päckchen zu öffnen, ne? Ja. Gürteltier, Gang, so, Königin und der Sekundant. Darf ich sie zerreißen? Nein. Ich mach nur Spaß, Mann. Ich will ja nur triggern, Mensch. Mr. Triggerfinger. Hey, Cross-Counter. Awesome. Und Alter, guck mal, wie viel Technik das ist. Wenn da dir jetzt eine Ghost wird, die beschädigt ist, was machen wir dann? Dann gehört sie dir. So. Ich das Teil direkt ein bisschen auf, Alter. Ja, ist in Ordnung. Und da war nichts. Und es ist weg. Gut, das war's auch schon. Ja, kurz und schmerzlos. Natürlich. Das sind meine Hits. Oh, sorry. Jetzt machen wir mal ganz schnell hier. Zack, zack, zack. Ja, so. Einmal den Bree, die zwei Karten, wie den Wiesel, die kurze Ultra Rare vom Artwork her und den Wutphönix. Genau, ich habe dann nochmal Vulkanischer Kaiser, großer Lamander Ausbruchsgreif, unermüdlicher Boxer, Promoter, vulkanischer. Einmal Promo. Siebene Kraft, unermüdlicher Box, normal, Bruder. Er denkt jetzt, er ist richtig witzig. Ich habe gar nichts gemacht. So, liebe Leute, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, kommentiert, Abo natürlich nicht vergessen. Ja. Und dann würde ich mal sagen, reingehauen und wiederschauen. Merci beaucoup.